Immer wieder wurde ich von Zuschauern gefragt, Alex, mach doch bitte mal ein Video, wie du Rechnungen für eBay-Verkäufer erstellst. Ich persönlich mache das über mein Shop-System, wo ich meine ganzen Marktplätze angebunden habe und dafür auch direkt Rechnungen versenden kann. Wenn du kein eigenes Shop-System hast, dann eignet sich für dich eine Rechnungssoftware. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Wie schon gesagt, da ich selbst ein Shop-System nutze, was auch in den folgenden Videos auch noch veröffentlicht wird, dass auch du dir ein eigenes Shop-System aufbauen kannst. Heute soll es aber, wie gesagt, darum gehen, wie man Rechnungen mit eBay-Verkäufen bzw. Rechnungen für eBay-Verkäufe erstellen kann und diese an den Kunden versenden kann. Da gibt es sehr viele Lösungen. Wir stellen heute mit meinem Cousin eine Lösung vor, die sich Billware nennt. Und diese kannst du sehr bequem und kostengünstig nutzen, um Rechnungen für deine Verkäufe auf eBay an deine Kunden zu versenden, zu verwalten und deine Umsätze auch natürlich zu verwalten. Solltest du Fragen zu diesem Video haben, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Den Link zu der Billware Software findest du unten in der Beschreibung. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Gib dem Video einen Daumen hoch, der Alex hat es super gemacht. Moin, mein Name ist Alex und mich freut es ebenso, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Billware, wie man über Billware Rechnungen erstellt und diese dann eben an seine eBay-Kunden weiter versendet. Das ist natürlich nicht die einzige Funktion, die Billware bietet. Unter Funktionen kann man sich hier weitere Sachen durchlesen, die Billware eben anbietet. Bei den Preisen ist es so, dass Billware teilweise damit wirbt, dass die eben von Nutzer zu Nutzer einen anderen Preisplan daneben sozusagen anbieten. Aber grundsätzlich werden immer 12 Euro pro Monat daneben von Billware eingezogen für die grundsätzlichen Funktionen, die sie anbieten. Da wir aber auch über eBay verkaufen und auch an unsere eBay-Käufer dann auch unsere Rechnung versenden wollen, wäre der eBay-Importer auf jeden Fall eine Erweiterung, die sich lohnt. Billware kann man dann auch, wenn man sich erstmalig einloggt, 14 Tage lang kostenlos nutzen und eben austesten. Genau. Das Dashboard beziehungsweise Interface unterscheidet sich erstmal nicht besonders stark von dem, was man beim Verkäufercockpit hat. Da man aber mit Billware 5 Konten insgesamt von eBay dann eben verwalten kann, beziehungsweise an 5 verschiedene Konten seine Rechnungen dann versenden kann, werden die Konten hier auch alle zusammengefasst. Ich habe hier jetzt erstmal nur 2, wobei ich das eine Konto fast gar nicht verwende und das eben eigentlich nur Umsätze von meinem ersten Konto dann sozusagen sind. Und genau, hier wird dann eigentlich alles wie prinzipiell beim Verkäufercockpit alles aufgelistet. So, wie erstelle ich hier jetzt erstmal Rechnung? Dafür werden einige Sachen erstmal von vornherein benötigt, wie zum Beispiel Stammdaten, persönliche Angaben oder Angaben zum Unternehmen, beziehungsweise beides. Und genau, hier erklärt sich eigentlich alles von selbst. Wenn ihr Fragen habt, wie man sich hier Stammdaten oder was man hier alles einträgt, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und wir werden dann beide darauf eingehen. Genau, aber eigentlich ist alles dort selbsterklärend. Bei den Konfigurationen kann man hier einmal noch den Steuersatz einstellen, nach Belieben. Bei den Nummernkreisen ist es so, dass man hier Rechnungsnummer, Kundennummer und alles eigentlich ganz einfach einstellen kann. Ich habe es bis jetzt eigentlich immer bei den Grundeinstellungen gelassen, weil ich das eigentlich recht übersichtlich und recht übersichtlich fand und eigentlich auch nie Probleme damit hatte. Genau, wenn man diese Sachen eingestellt hat, dann kann man weiter zu den Dokumenten springen. Bei den Dokumenten kann man hier schon mal, wie man sieht, einige Sachen schon mal auswählen, zum Beispiel auch bearbeiten und so weiter. Uns interessiert jetzt erstmal einfach nur die Rechnung. Hier können wir einmal entscheiden, ob wir sie in Deutsch oder in Englisch bearbeiten bzw. versenden wollen.
unter Aktion bearbeiten können wir dann die Rechnung dann eben bearbeiten. Da ich, wie gesagt, noch Kleinunternehmer bin für dieses Jahr, ja, habe ich hier ganz groß Kleinunternehmer hinzugefügt. Das können wir dann eben auch, wenn man es eben nicht ist, einfach löschen und auch wieder hinzufügen. Ja, beim Logo können wir das, wir können ja eigentlich alles hinzufügen oder eben auch wieder löschen. Das kann man hier eben nach Belieben machen. Das Logo kann man größer, verkleinern und genau eben auch verschieben. Je nach Belieben kann man das Layout dann eben verwenden, verändern. Genau, wenn man fertig ist, dann kann man das Layout speichern und im Prinzip schon wieder rausgehen. So. Als nächster Schritt wäre dann bei den Umsätzen, Aufträgen, Übersicht diese Sache dort zu beachten, dass wir hier schon mal ja, alle Käufe dort aufgelistet haben. Hier kann man dann zum Beispiel auch schon sehen beim Status, dass hier zum Beispiel ein Kauf bezahlt wurde und hier die meisten auch schon bezahlt abgeschlossen sind. Hier haben wir noch eine stornierte Bezahlung, einen stornierten Kauf meine ich. Und genau, das sind so die Sachen, die man hier prinzipiell am meisten sieht. Dann haben wir hier noch einige andere wie Mahnung, fällig und so weiter. Unbezahlt kann man vielleicht öfter mal noch sehen, wenn man eBay Payments noch nicht hat. Aber ansonsten, wenn man eBay Payments hat, dann wird man unbezahlt eigentlich sehr, sehr selten sehen. Ansonsten erklärt sich das hier eigentlich alles von selbst. Abgeschlossen wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen. Abgeschlossen ist der Status dann, wenn bei einem Kauf der Artikel als verschickt markiert wird oder eine Sendungsnummer hinterlegt wird. Dann springt der Status auf abgeschlossen, von zum Beispiel bezahlt oder was auch immer, auf abgeschlossen. Genau, wenn man dann eine Rechnung erstellen will, kann man sich hier zum Beispiel, nehmen wir mal hier diese drei, kann man diese anklicken und dann ja zum Beispiel auf Rechnung erstellen drücken. Und wenn man diese dann aber auch direkt versenden will, kann man ohne Rechnung erstellen direkt diese Option auswählen, dann überspringt man sozusagen das Rechnung erstellen und das wird für einen automatisch ja, übernommen sozusagen. Sieht man dann nochmal, hier werden die Rechnungen erstellt. Der Rechnungsversandreport sagt, ob es da Probleme gab oder nicht. In diesem Falle ist alles clean gelaufen und der Report ist weiß oder man sieht nichts. Und genau, hier sieht man dann nochmal, wann die Rechnung erstellt wurde. Hier zum Beispiel am 21. habe ich da das letzte Mal Rechnung versendet. Genau, und hier sehen wir dann noch die Rechnungsnummer und wann. Was da rede ich dann, ob die Rechnung dann eben auch versendet wurde. Genau. Und das können wir uns natürlich auch nochmal ansehen. Hier können wir den Status nochmal verändern, zum Beispiel auf storniert. Dann steht hier storniert. Aber ich lasse das jetzt mal auf abgeschlossen. Genau, das nehmen wir dann einmal runter. Und dann kann man sich hier nochmal die Rechnung anzeigen lassen. Wenn wir nochmal reinzoomen, so würde das dann ungefähr aussehen, wie man eben das Layout bearbeitet hat. Und genau, wenn man, genau, was ich noch sagen wollte, an sich hatte ich nie Probleme mit dem Versenden von Rechnungen. Die Kunden waren eigentlich immer zufrieden, aber es gab da einmal oder ich glaube zweimal einen Fall, wo der Kunde sich beschwert hat, dass er eben keine Rechnung erhalten hat. Sowas kann vorkommen. Ich weiß zwar nicht warum, das liegt dann meistens wahrscheinlich am Kunden. Weil die Rechnungen, die werden von Billware an die vom Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse bei eBay dann eben versendet. Das heißt, eigentlich kann da kein Fehler passieren. Der Fehler muss beim Kunden dann liegen. Was man dann machen kann, wenn der Kunde dann eben eine Rechnung fordert, kann man hier dann eben auswählen und diese dann eben herunterladen und die dann manuell an den Kunden versenden. Das so schon mal als ja, Ansatz, wie man dann eben so ein Problem dann regelt. Und ansonsten wäre es das eigentlich auch schon von mir. Wenn es noch Fragen, noch offene Fragen gibt, könnt ihr euch gerne an Alex oder an mich wenden und wir würden die dann gerne beantworten.
Wenn ihr weitere Videos von Bilware sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dein Video ein Like, ein Abo für Alex, schadet auch nicht. Und ja, ich würde mich schon mal bedanken fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.